Gut. Ja. Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben Fans von hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultra Hart und zusammen mit der Jokraft und der Floke. Hallo. Im letzten Part haben wir den Enderdrachen besiegt und heute geht es weiter. Können wir das auch schon mal von der To-Do-List hier runterstreichen? Enderdrachen töten? Okay, was kommt als nächstes? Genau. Was kommt als nächstes? Das war einfach. Noch einen Enderdrachen. Aber die Dragon's Breath Flaschen, die stecken sich nicht, richtig? Nein. Das heißt, es wäre dann jeweils... Die stecken. Achso. Echt? Die stecken? Ja. Oh, das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, weil die Instant Health Potions, die stecken ja nicht, ne? Nee, Dragon Breath ist eine steckbare Ressource. Nice. Senorita Senores, Flocke möchte gerne noch auf ihren Bogen in Infinity Enchantment packen. Und ich glaube auch, dass das eine relativ coole Geschichte ist, dass wir das gut machen können. Wir haben, glaube ich, keinen mit Infinity hier, oder? Ich glaube tatsächlich auch nicht. Unbracking. Swaggerlord, YOLO YOLO Swag Swag, YOLO YOLO Swag Swag. Haben wir denn noch allgemein ein wenig was an Emeralds zur Verfügung? Emeralds haben wir, glaube ich, gar keine mehr, ne. Schade, akut. Aber, na doch, 32. Das sollte reichen. Ja, aber wir haben ja keinen Librarian, der Infinity verkauft. Das wäre jetzt zu einfach, jo. Das wäre zu einfach. Ja. Aber ich kann mal gucken, was ich auf meinem Bogen jetzt drauf hätte, wenn ich den verzauber. Und es ist Infinity, nein, Spaß. Ich muss mal eben kurz. Das wäre jetzt zu krass gewesen. Wieso haben wir Oxide Daisy? Ich weiß schon warum. Okay, na, raffiniert. Aber wollen wir nicht noch mehr Pfeile nehmen, Items? Vielleicht noch so zwei weitere Stacks-Pfeile oder? Zwei Pfeile haben wir momentan drin. Das ist, sehen wir dann. Also, wenn ihr dann mehr Pfeile braucht, okay, aber wir haben immer noch die Endertruhe später. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist mal ganz kurz im Netagassi gehen nochmal. Ich werde nochmal Holz organisieren als Baumaterial fürs Ende. Leute, ich werde. Flinten Steel müssen wir noch craften. Haben wir das in der Kiste gehabt? Weiß ich gerade nicht auswendig. Hatten wir noch nicht in der Kiste, ne? So, wir gehen jetzt ganz kurz noch einmal ins. Nicht ins Ende. Wow. Ich sag auch immer Ende. Das ist immer. Ich bin Ende Nether. Ja, ich sag immer Ende. Das ist so traurig. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Es ist vorbei. Natürlich bist du hier drin. Alles andere wäre auch langweilig. Was ist wohl drin? Der Gast? Skelett. Direkt im Portal. Wäre ich einfach weggelaufen, hätte mich das von hinten mal kurz angeswabbelt. Flame hätte ich jetzt auch noch. Flame hat das Problem. Dann brennt das der Gegner. Das ist eine coole Geschichte. Wenn du das gegen Zombies verwendest und die dich danach angreifen, brennst du aber auch. Weil brennende Zombies, die dich attackieren, zünden nicht an. Aber du kannst theoretisch Flame auch einmal. Ist aber auch ein Level 30 Enchantment und. Ja, gut. Bin Level 9. Das wird. War sowieso sehr viel. Crunch. Jo. Wir tun einfach so, als wäre das keine große Sache, dass das ein Schuss, ein Treffer war. Okay. Alles gut. Ist alles okay. Oh. Ja. Ruhig, ihr dabei bleibt. Kannst du mir eine neue Axt eben machen? Die hole ich gleich sofort ab. Nee, weil ich gerade hier verzauber. So. Okay. Seltsamer Grafikbug hier mit dem Regen, wenn man Holz abbaut. Das sieht komisch aus. Sensei, bin mir nicht sicher, ob das ein Grafikbug ist oder ob dein Auge eine Fehlfunktion hat, gell? Nee, das ist definitiv ein Grafikbug. Der Regen kommt dann ganz komisch. Also, irgendwas passiert hier mit dem Regen. Man sieht es im Video. Der Regenwald stirbt. Das ist doch nicht normal, was hier passiert. Das ist richtig. Das ist, weil wir Menschen so viel CO2 ausstoßen und Holz abbauen. Nein. Hä? Doch, das stimmt. Oh, jetzt habe ich nochmal Power 4. Jetzt könnten wir einen Bogen auf Power 5 machen. Ich weiß nicht, ob Power 5 so einen großen Unterschied für uns macht. Bestimmt. Je besser, desto besser. Oh shit. Je besser, sie weg, desto die Level. Besser. Je besser, desto besser. Was ist denn los? Was ist denn los mit mir? Könntest mal treffen, du Keck. Leon. Hab ihn. Items, wenn wir jetzt... Aber es wäre wirklich nett, wenn du wenigstens ein einziges Mal meine Tür nutzen könntest. Oh, das ist... Jo, ich spreche nur drei Sprachen und ich glaube, ich habe schon auf vier verschiedenen geantwortet mit Nein.
echt schwierig, da noch eine neue Sprache zu lernen. Dann tu es doch mal für mich und nicht für, und tu es doch mal für die Zuschauer. Könnt ihr gleich auch mal einmal gucken, ob ihr auf dem Buch ein Infinity Enchantment bekommt? Ja. Was unten in der Truhe. Brauchen wir die Diamanten noch? Zeit. Ja. Für? Kuchen. Für was? Kuchen. Nein. Angucken, nicht Kuchen. Aber ich will Kuchen. Oh nein. Jetzt wait, cut to the brain out back case. Oh Gott, war das ein gutes Timing. Cut to the brain out back case hatte gerade Timing. Ey, super. Ich hatte gerade ein Timing, ey. In dem Moment, wo ich gegen die Blaze kämpfe, ist mir aufgefallen, wait a minute. Gott, die schreckt mich so. Oh, dieser Enderman hat mir gerade einen Todesschreck eingejagt. Ja, der ist auch einmal durch mich durchteleportiert. Ich habe mir auch so gedacht, hallo, kannst du mal fragen nächstes Mal? Lass uns mal hinlegen, Flocke. Mal zum Kaffee eingeladen, ne? Unhöflich sowas. Schon wieder der Grafikbug. So, hinlegen, bitte. Warum? Weil ich den Regen nicht mag und ich möchte ein bisschen arbeiten. Draußen, ohne von Monstern attackiert werden. Attackiert. Muss aber gerade erstmal einmal das Feld hier abernten. Jetzt habe ich einmal angefangen. Ich mag das nicht, wenn ich es nicht fertig machen kann. Hättest du vielleicht auch mal eher sagen können. Ich dachte, wir lassen die Nacht jetzt Nacht sein. Oh, sehr so. Gut. Was ist mit dem Creeper, der jetzt hier so irgendwie einfach links gekommen ist? Einfach. Das hat gerade oben gemacht. Ja, ist richtig. Das ist wunderbar. Das ist das. Creeper fand Mist. Das. Der Creeper fand das nicht so freundlich, dass ich die Karotten abgebaut habe. Schau. Sogar echt ein Jackpot für uns. Das ist also wir können mit der Träne jetzt theoretisch noch einen weiteren Regeneration-Trank für jeden mitnehmen. Den hatten wir davor nicht. Das ist ein absolutes Luxusprodukt. Bedeutet, alleine die Reise hierher hat sich sehr gelohnt, was das angeht. Übrigens arbeitet Items nebenberuflich bei QVC. Warum? Das ist ein absolutes Luxusprodukt. Das ist, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, Sie können jetzt anrufen und Sie kriegen nicht 4, Sie kriegen nicht 5, Sie kriegen eine weitere Zugabe von uns. Und es kommt noch besser. Wenn Sie denken, ich bin deppert, dann haben Sie komplett recht. Wenn Sie jetzt kaufen, bekommen Sie dazu noch ein Sparbuch. Da ist kein Geld drauf und eigentlich nur Schulden dran. Aber Sie bekommen es dazu für nicht einmal 749,42 €. Was soll das? Ja, das ist absolut, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Was soll das? Wie können wir uns solche Preise leisten? Das ist gar kein Problem. Das Sparbuch ist in China gedruckt, in der Schweiz mit Geld befüllt und in Malediven haben wir das Geld ausgegeben auf einer Geburtstagsfeier von meiner Mutter. Okay. Topper. Items ist ein Vertreter der ersten Klasse. Ich vertrete hier lediglich meinen Klienten und das ist meine Aufgabe. Das habe ich so gelernt. In meiner Ausbildung, in dem Studium. Und ich muss sagen, mein Klient ist sehr unzufrieden damit, wie Sie hier arbeiten. Deswegen möchte ich Sie dringend nochmal darauf hinweisen, dass Sie die Brötle richtig in die Tüte packen, gell? Und ich muss sagen, mein Klient ist sehr unzufrieden damit, wie Sie hier arbeiten. Oh, mein Lieblingsenchantment. Aber es bringt uns gar nichts. Sehr gerne. Oh, sehr gut. Mano, nee. Oh. Was ist mein Lieblingsenchantment? Oh, Mending. Nein. Oh. Frostwalker. Ach, Frostwalker. Ja, aber es bringt uns leider gar nichts. Das ist nicht richtig. Damit könnten wir auf Wasser laufen. Ja, ja. Das ist ja super. Was bringt uns das? Ja, nix. Ja. Nichts. Wir könnten. Oh, ich könnte mal Bücher machen. Könnte ich den hier noch hochleveln? Dann können wir gucken, ob der vielleicht Infinity hat später. It's time for good soup. Good soup. War auch eher so ein Advertisement. Muss ich das jetzt als Werbung markieren? Ja. Dieses Video enthält bezahlte Werbung. Die gute Suppe, wie meine Mutter sie früher machte. Damals hat man noch den Hund, wenn er tot war, nicht begraben, sondern in Suppe eingearbeitet. Ich sage Ihnen, Lederschuhe sind ein wunderbarer Soßenbinder. Mein Name ist Walter. Ich mache Suppen seit 13 Jahren. Mittlerweile sind wir auch in anderen Sortimenten zu finden. Anderen Suppimenten, bitte. Suppimenten, Entschuldigung. Andere Menschen sagen, unsere Methoden, Suppen herzustellen, sind unkonventionell. Wir sagen, wir sind Qualitätsarbeit.
Suppe von Walter. Das hört sich doch nach einem super Advertisement für die Redstone World an, oder? Was? Was? Ihr braucht ja. Für die Redstone World. Ja, wir brauchen hier noch Werbung. Hier, dann mach nochmal. Willst du eigentlich immer noch mein Horoskop haben? Was? Ja, klar, natürlich. Was ist ein Horoskop? Macht man damit eine Vasektomie, oder? Nee. Wir haben jetzt sogar eine Redstone World. Horoskop wäre das. Ein Filmchen eingebaut tatsächlich. Und das kommt auch bald was. Ja, yeah, gib mir mal. Ja, ihr seht, liebe Leute, wir haben hier einen guten Fortschritt, gerade beim Fortschritt. Das ist ja brutal. Also ich muss mal sagen, okay, das Wort Fortschritt stammt aus dem Bürgerkrieg, als man damals noch die Forts in Amerika hatte und wenn man auf die zugegangen ist, redete man von einem Fortschritt, gell? Okay? Cool. Dann spare ich mir das mal für, falls jemand mal nachfragt, was bedeutet Fortschritt, kann ich sagen. Ich muss mal sagen, okay, das Wort Fortschritt stammt aus dem Bürgerkrieg, als man damals noch die Forts in Amerika hatte und wenn man auf die zugegangen ist, redete man von einem Fortschritt, gell? Okay? Wie würdet ihr dieses Wort aussprechen, das ich da geschrieben habe? Psst. Sicher? Aber eigentlich ist ja Psst. Meinst du echt? Ja, das Problem ist, Items, du hast es jetzt in ganz normalem alphabetisch geschrieben, ne? Du hättest es phonetisch schreiben müssen, dann wäre klar gewesen. Also, das wäre zst. Also zst. Okay. Also ich lese da Forest. Hä? Ich lese da eindeutig Forest. 4S und 1P. Lol, Forest. Lol, wie geil ist das denn? Ja, das ist gut. Total. Dies ist mir noch nicht aufgefallen. Anwesend bei der Arbeit. Was denn? Ja. Mann, bist du nervig. Items, Challenge. Setz dich in dieses Boot. Nein. Stopp, Flocke. Fahr nicht über mein Feld. Ah, okay, vergiss es. Challenge, vergiss es. Kannst damit übrigens nicht aus Russland rausfahren. Ich weiß. Das ist ein niedrigerer Block. Also. Das wollte ich dir gerade, aber das heißt von dir. Warum habe ich das Gefühl, dass dein Creeper explodiert? Was möchte uns der Künstler damit sagen? Ich bin explodiert gerade vor Freude. Ja, brutal. Flocke, ich habe noch was für dich. Ja. Ja, Freude, Moment, hallo. Erstmal als Brauingredienz. Ich habe die Tränen eines Gastes gestohlen. Da können wir starke, potente... Potente Regeneration. Die Träne ist gar nicht blau. Also. Wir müssen noch unsere. Wenn wir das Dorf verlassen, müssen wir die Kühe hier alle freilassen. Genau, freilassen. Jo, ich hab die schon am McDonalds verkauft. Die sollen da arbeiten. War das gut. Das war dieses. Brauche ich aber mal. Hart aber. Glocke, wie können wir Items dazu bringen, dass er wenigstens ein einziges Mal meine Tür zumindest aus. Wirst ihn nicht dazu bringen. Mitleid. Zeitmaschine benutzen. Hast du sie schon benutzt? Nö. Aber vielleicht in der Zukunft, meine Kindeskinder oder so. Na warte. Items, ich werde mich genauso anstellen, wenn du das nächste Mal irgendwann machst. So, hier, Leute, pass auf. Hier, die Rüstung hat Items gecraftet. Die nutze ich jetzt nicht. Die verbrenne ich jetzt in Lava. Jo, das Intelligente daran ist, ich komme raus und rein, ohne deine Tür zu benutzen. Du überlebst ohne die Rüstung aber nicht. Doch. Dann gib die Rüstung zurück. Nein. Habe ich eine Sperrrüstung. Ich bin respektvoll genug, sie zu nutzen. Ich bin respekt genug, Amana. Was soll ich das? Ich bin Jo Amachaka. Ich bin respekt genug. So viele Hundis. Oh nein, jetzt sagen die Leute wieder, wir sind unproduktiv. Oh Gottes Willen. Nein, Thorsten, schreib's nicht in die Kommentare. Oh Gott, Thorsten, Mann. Was ist denn mit Thorsten los? Thorsten ist enterbt. Naja. Leute. Kannst du mit Katzen eigentlich reden? Items? Natürlich kann ich mit Katzen reden. Was würde passieren, wenn du im Real Life auf eine. Oder Flocke kennt das bestimmt schon, die Situation. Was passiert, wenn Items im Real Life auf eine Katze trifft? Brauche ich Fortune? Nein, ne? Fortune brauche ich jetzt nicht, ne? Hättest halt mehr Quarz raus, aber wir brauchen ja gar nicht Quarz. Also ich trifft, sondern begegnet. Treffen wäre noch. Ja, ich wollte gerade sagen, du machst das Dümmste bestimmt wörtlich. Ja, ich hätte die getackelt. Ja, gucke mal, Kitty Cat. Ah ja.
Wenn ich im Real Life auf eine Katze treffe, beleidige ich sie größtenteils nur. Nicht? Also die Katze von meiner Mutter wird die gesamte Zeit über beleidigt. Also bei meiner Mutter gibt es die dumme Katze und die dicke Katze. Also hat deine Mutter zwei Katzen? Meine Mutter hat zwei Katzen und mich noch zusätzlich. Achso, okay. Wie gesagt, also meine Mutter hat eine dicke Katze, meine Mutter hat eine dumme Katze. Welche Farbe haben die? Was sind das für Katzen? Also je nachdem, wie du sie filmst, ne, schwarz-weiß filmen, werden sie schwarz-weiß. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, ob ihr den Film Neues vom Wichser kennt. Da ist am Ende müssen die eine Bombe entschärfen und da ist dann rot-gelb und Dings. Und dann macht er das auf schwarz-weiß und schneidet irgendein Draht durch, weil die auf schwarz-weiß alle gleich aussehen. Also. Wundervoll, wundervolle. Toll, die Logik. Hm? Pinguin. Ich würde sagen, die eine Katze ist weiß-grau-schwarz und die andere ist grau-schwarz. Mögen dich denn wenigstens die Katzen, auch wenn du sie beleidigst? Die wissen ja nicht, dass du sie beleidigst. Alle Tiere mögen mich. Also ich werde selbst von Wellensittichen getryhumped. Also das ist, alle Tiere mögen mich. Ich weiß nicht warum. So, vielleicht wissen sie, dass ich keinen Enthusiasmus oder keine Energie dafür aufbringen möchte, sie zu fressen. Oder sie haben im Allgemeinen einfach nur sehr viel Gefallen an mir gefunden. Aber ich glaube, ich habe noch kein Tier gefunden, das mich nicht mag. Hunde haben am Anfang manchmal ein kleines Problem mit mir, wenn es so kleine Kläffer sind. Das liegt aber meistens daran, dass ich am Anfang versuche, sie zu beschießen. Wirklich. Das mal mitnehmen? Danke. Ich habe keinen Platz mehr. Nautilus-Schelle. Ja, aber die bringen uns halt null. Weißt du, wenn ich sie brauche, ärgere ich sie nicht. Wow. Sehr gut. Express-Lieferung. Ja, bleib da ruhig mal stehen. Ja, bin jetzt der Mülleimer. Ja, Jo, das hast du gut gemacht. Ja, ich habe gerade nur einen Fall gehört. Ja, der kommt von Jo. Der versucht uns zu treffen. Der fliegt drüber, Jo. Muss er nochmal. Ja, das gibt's doch nicht. Warum ist das so schwer? Der trifft. Ja, aber nicht uns. Unglaublich. Was war das? Fast. Na, egal. Ich angle jetzt so lange. Ich habe jetzt Holz, by the way, ein Stack Holz für alle von euch organisiert. Willst du mal bitte deine Rüstung wieder an, du Keck? Oh lol. Ich dachte gerade so, what the fuck? So, hä? Ich habe gerade so überlegt, soll ich eigentlich mal zurückschießen? Dann ist mir so aufgefallen, Power 4 plus Jo gleich tot ohne Rüstung. Oh mein Gott! Noch eine Nautilus Shell? Ich hab Harry Potters Mutter. Du hast mich geahnt. Ist Power 4 instant tot? Ohne Rüstung? Aber wir haben Ultra Hardcore. Hä? Ändert das? Also Ultra Hardcore ist doch nur, dass dann die Herzen wieder geheilt werden müssen, oder? Ja. Jeder Schaden, den ich dir jetzt zufügen würde, würde bedeuten, wir müssten mehr. Potions brauen. Braun. Leute, es braut sich hier was zusammen. Das gibt's doch nicht. Geil. In der nächsten Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao. Wo ist das, Leute?